Herzlich willkommen zum Näh deinen Stil Podcast. Ich bin Elke Puls, du kannst aber auch Elle zu mir sagen. Bei mir wird planvoll genäht. Ich zeige dir, wie du mit Freude und Fachwissen eine Garderobe aufbaust, die dich unverkennbar macht. Lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Näh deinen Stil Podcast. Ja, heute kommt Teil 3 und damit der letzte Teil der 13 größten Herausforderungen beim Nähen deiner Garderobe. Ich habe eben mal in die Podcast-Statistiken geschaut und mit Erstaunen festgestellt, dass die erste Episode zu dieser Reihe, die in den letzten 3 Monaten am meisten gehörte Folge war. Cool, das motiviert mich natürlich umso mehr, dir heute die Top 5 der 13 größten Herausforderungen rund ums Nähen deiner Garderobe vorzustellen. Und in den Charts sind ja eigentlich immer die Top 5 oder die Top 3 die spannendsten, oder? Die Daten für dieses Ranking, ich wiederhole es einfach nochmal, kommen aus einer Umfrage, die wir unter allen Mitgliedern des Näh deinen Stil Clubs beim Einstieg in den Club erheben. Und eine Frage darin lautet, was ist deine größte Herausforderung beim Nähen? Ja, und jetzt sind wir also bei den Top 5 Antworten zu dieser Frage. Platz 5 ist, Kombinationsmöglichkeiten zu finden. Was genau ist dabei die Herausforderung? Ich zitiere einfach mal ein paar Antworten aus der Umfrage, damit du einen besseren Eindruck davon bekommst. Zum Beispiel, die richtigen Schnitte und Stoffe zu finden, das große Ganze zu sehen, also die Kombinierbarkeit meiner Kleidung, für meine weibliche Figur das zu finden, was passt und unnötige Enttäuschungen zu vermeiden. Die Kombinierbarkeit in Richtung Capsule Wardrobe, Kleidungen zu nähen, die zu mir passen und auch in Kombis passen. Die Teile sind schlecht miteinander kombinierbar. Eine klare Linie zu finden. Ich nähe und stricke viel und trage auch alle Sachen, die ich produziere. Ich habe allerdings oft Teile, die ich dann nur in einem Outfit anziehen kann, weil sie auffällige Muster haben. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, ab sofort nicht einfach irgendetwas zu nähen, was mir gefällt, sondern besser zu planen und vor allem kombinierbare Kleidung zu nähen. Ich nähe seit 2 Jahren meine Garderobe selbst, kaufe deshalb auch nur noch Schuhe und Unterwäsche. Meine größte Herausforderung wäre, keine Einzelstücke mehr zu nähen und ein Konzept zu haben. Ich kenne diese Herausforderung natürlich auch selber. Vor allem in den ersten Jahren, in denen ich für mich genäht habe, sind viele Teile entstanden, die heute ja leider nicht mehr in meiner Garderobe sind. Diese Experimentierphase am Anfang hat vermutlich jeder, aber da so schnell wie möglich rauszukommen, ist wichtig, um einfach auch nicht die Lust am Nähen der eigenen Kleidung zu verlieren. Bei mir war es so, dass ich mich von anderen Bloggerinnen zu Nähprojekten habe inspirieren lassen. Das ist ja im Grunde eine schöne Sache, aber es funktioniert halt nur dann so richtig, wenn die Teile dann auch zu mir passen. Ich habe ja dann viel über meine Nähabenteuer gebloggt und dabei hatte ich irgendwann dann auch den Anspruch, immer wieder etwas Neues zeigen zu wollen und auch vielseitige Sachen zu zeigen. Ich habe also quasi eher für den Applaus meiner Leserin genäht als wirklich für mich. Das muss ich rückblickend echt zugeben. Also dazu gehörten auch Probenähprojekte, die ich angenommen habe. Ich habe dann zum Beispiel Stoffe oder Schnitte vernäht, die ich mir jetzt nicht unbedingt gekauft hätte. Diese Phase hat bei mir zum Glück nicht so lange angedauert, weil ich schnell für mich gemerkt habe, dass ich meine wertvolle Nähzeit mit damals noch eher kleineren Kindern eben nicht für Projekte aufwenden wollte, die ich anschließend nicht trage. Was mir geholfen hat, dahin auf diesem Weg, war einfach der Fokus auf mich. Also was macht mich aus? Was für einen Stil möchte ich gerne tragen? Und was muss ich dafür nähen? Dadurch sind von außen betrachtet vielleicht unspektakulärere Teile entstanden, die mich dafür aber wirklich schon seit Jahren begleiten. In der großen Umfrage vom Januar hat mich auch jemand gefragt, ob ich denn die Kleidung, die ich im Blog und bei Instagram an mir zeige, auch wirklich trage. Ja, das ist meine Garderobe. Ich nähe wirklich für mich, meinen Körper, meinen Geschmack. Genauso wie es mir Spaß macht zu nähen, macht es mir Freude, die Kleidung anschließend auch zu tragen und mich gut darin zu fühlen. Platz 4. Die Herausforderung auf diesem Platz ist, steht mir das überhaupt?
Also diese Frage ist ja eine der wichtigsten, wenn du dir Kleidung nähst oder kaufst oder kombinierst. Das geht wirklich, ja. Also ich kann natürlich nicht sagen allen Frauen, dafür habe ich keine Beweise, aber ich vermute es einfach mal. Und vielen Frauen fällt es auch einfach schwer zu erkennen, was ihnen steht und was nicht. Das ging mir auch lange so mit, nicht mit allem, aber mit bestimmten Sachen. Ich habe dann einfach gekauft und genäht, worauf ich Lust hatte, um dann festzustellen, dass es sich irgendwie komisch an mir anfühlt und ich vor dem Spiegel das Gefühl hatte, dass irgendetwas damit nicht stimmt, ohne das aber genauer benennen zu können. Unter den Antworten waren zum Beispiel, ich falle immer wieder auf verschiedene Muster herein und fühle mich dann unsicher damit. Welche Schnittmuster stehen mir? Welcher Stoff ist der richtige? Schnittmusteranpassungen, allerdings nicht unbedingt technisch, sondern eher, soll ich an den Seiten besser etwas Stoff wegnehmen oder nicht? Soll ich die Länge verändern? Einzuschätzen, ob mir ein Muster oder ein Farbton steht. Häufig sehe ich erst am fertigen Kleidungsstück, dass das Muster zu unruhig ist oder mir eine Farbe nicht steht. Ich nähe echt gern. Im Moment habe ich aber echt ein Tief, habe schon einiges genäht, das toll war und ich mich echt wohl daran gefühlt habe, aber auch viel, das in meinem Schrank liegt und ich mich einfach nicht richtig wohl damit fühle. Und am Nähen liegt es nicht. Das kann ich gut. Ich weiß aber nicht genau, woran es liegt. Farbe, Schnitt, Muster, Stoff. Ja, also gerade der letzte Punkt ist bei erfahrenen Näherinnen ein Thema, wie die Frau das hier auch schreibt. Am Nähen liegt es nicht. Am Anfang sind natürlich Nähtechniken eine Herausforderung, aber mit der Übung wirst du ja immer besser. Aber selbst ein perfekt genähtes Teil kann dich nicht glücklich machen, wenn es an dir eben nicht gut aussieht oder du dich einfach nicht wohl darin fühlst. Es geht also immer um mehr als die technische Umsetzung eines Nähprojektes. Es schwingt immer die Frage mit, steht mir das überhaupt? Manchmal ist man geblendet vom Stoff, von Schnitt oder Designbeispielen anderer Frauen. Es geht darum, unterscheiden zu können, was eben an anderen gut aussieht und was an dir gut aussieht. Das ist einfach essentiell. Und wenn du dir wirklich unsicher bist, was dir steht, dann ist meine Empfehlung wie immer, dass du dich erstmal mit deinen besten Farben auseinandersetzt. Wenn du dir schnell eine unkomplizierte Beratung von zu Hause aus wünschst, dann empfehle ich dir ein Farbfitting in unserer Farbfitterie. Unsere Stylistinnen stellen dir anhand deiner Fotos einen individuell passenden Farbfächer zusammen, der dir dann nach Hause geschickt wird. Und damit hast du dann konkrete Farbkarten, mithilfe derer du Stoffe oder Kleider shoppen kannst. Natürlich sind auch die Muster, der Fall des Stoffes sowie die Schnittformen wichtig dafür, ob dir ein Kleidungsstück steht oder nicht. Und mehr darüber erfährst du im Näh deinen Stilclub. Dort nehmen wir dich an die Hand, um dir eben bei der Fokussierung auf zu dir passende Nähprojekte zur Seite zu stehen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Top 3. Platz Nummer 3 ist die Stoffwahl. Aus den Antworten zitiere ich gleich mal als allererstes: Die größte Herausforderung ist die Stoffauswahl, die meistens sehr intuitiv bei mir passiert. Wobei ich im NDS-Kurs gelernt habe, dass vieles farblich in die richtige Richtung ging. Einiges wurde radikal aus dem Kleiderschrank entfernt. Ich gehe nun bewusster Stoffe shoppen. Ich möchte nur natürliche Materialien verwenden. In vielen Stoffen ist Plastik drin. Das möchte ich nicht mehr. Ich bin unsicher mit Mustern, wie sie mir stehen. Die Farbwahl bei Stoffen, das traue ich mir nicht so richtig zu. Stoffe in den richtigen Farben zu finden und in der richtigen Qualität. Die Wahl des Stoffes. Ich habe viele Stoffe und weiß nicht, ob sie mir stehen oder was ich daraus nähen soll. Alles Streichelstoffe, wie du in deinem Beitrag so schön geschrieben hast. Das verunsichert mich und ich habe oft keine Lust, was anzufangen. Oft sehe ich auf Insta was bei anderen und finde es total toll, nähe es mir selbst und es steht mir nicht. Ja, die Stoffauswahl beinhaltet natürlich auch immer die Frage, steht mir das? Das war ja schon das Thema bei Platz Nummer 4. Zum Nähen gehört es auch dazu, dass du dich mit den Stoffqualitäten auseinandersetzt. Und zum Thema Stoffkunde findest du auch einige Episoden in diesem Podcast. Schau einfach mal in den ersten 50 Episoden. Da haben wir, glaube ich, das eine oder andere zum Thema Stoffkunde. Und wenn du Stoffe aller Art immer neugierig betrachtest, dir die Zusammensetzung anschaust und sie vor allem auch anfasst, dann bekommst du ein immer besseres Gefühl dafür, wie dieser Stoff eben vernäht auch aussehen könnte. Bei der Stoffauswahl kommt eben vor allem beim Kauf vor Ort noch dieser Streicheleffekt hinzu, so nenne ich das mal.
Gerade wenn du Stoffe anfassen kannst, dann verliebst du dich vielleicht noch schneller, als wenn du einen Stoff bloß siehst. Da kommen einfach mehr Sinne ins Spiel, als wenn du einen Schnitt zum Beispiel kaufst, ja? Du kannst den Stoff fühlen, mit bloßem Auge sehen, die Farben auf dich wirken lassen, ihn ein Stück vom Ballen rollen und irgendwie einfach mehr erleben. Und wenn da nur noch eine kleine Menge auf dem Ballen ist, dann ist eben die Gefahr groß, dass du zuschlägst, ohne dir vorher klarzumachen, ob du den Stoff auch zu etwas Sinnvollem vernähen wirst. Das Hirn ist dann so ein bisschen vernebelt. Und das ist dann einfach der Moment, wo du mal kurz aus diesem Nebel heraustreten solltest. Vielleicht zwischendurch einfach mal was anderes besorgen oder mal eine Nacht drüber schlafen. Und wenn der Stoff dann immer noch als ein sinnvoller Kauf erscheint, dann, ja, dann darf er halt ins Lager einziehen. Aber mit dieser Herangehensweise wirst du einfach Geld sparen und ebenso unnötige Stoffkäufe, die dich dann nachher einfach auch nicht glücklich machen. Ja, kommen wir zu Platz Nummer 2, die Kombination aus Stoff und Schnitt. Den Stoff zu kaufen, was wir bei Platz 3 hatten, ist ja, kann ja schon eine Herausforderung sein. Und irgendwann kommt aber eben noch der Schnitt dazu, weil dann wollen ja, man will ja aus dem Stoff was nähen, den man gekauft hat. Und ich glaube, das ist einfach diese Herausforderung, die das Kopfkino so richtig ins Rollen bringt. Die Frage nach der perfekten Kombination aus Stoff und Schnitt kann mir zum Beispiel manchmal den Schlaf rauben. Und sag bitte, dass dir das auch manchmal so geht. Das würde mich sehr beruhigen. Jedenfalls zeigt die Platzierung fast an der Spitze dieser Charts doch sehr deutlich, dass ich damit nicht alleine bin. Ja? Hier erst einmal ein Auszug aus den Antworten zu der Frage. Meine größte Herausforderung ist, perfekte Schnitte kombiniert mit für mich optimale Stoffe zu finden. Für mich passende Schnitte und Stoffe miteinander zu kombinieren. Ich suche lange nach einem Schnitt und weiß immer gar nicht so recht, welcher Stoff dazu passt. Das richtige Material zum richtigen Schnitt zu finden und den Schnitt passend zu mir, damit das Teilchen nicht zur Schrankleiche wird. Eindeutig die richtige Auswahl von Schnitt und Stoff und das Abändern von Schnitten bezüglich eines anderen Ausschnitts oder zum Beispiel der Einsatz von Teilungsnähten, Biesen, um einfarbige Oberteile aufzupeppen. Ich finde ja ehrlich gesagt, dass es eine sehr schöne Herausforderung ist, also Stoff und Schnitt zusammenzubringen. Das kann ja schon so ein bisschen so ein Hobby für sich sein. Aber dieser Prozess erfordert einfach Entscheidungen, ja. Und für alle, die nicht so entscheidungsfreudig sind, kann das dann einfach etwas langwieriger werden. Da schließe ich mich nicht aus. Es gibt manchmal Projekte, bei mir, da geht das super schnell und bei anderen brauche ich halt meine Zeit. Da ich keinen akuten Mangel in meiner Garderobe habe, ist es auch okay. Ich gehe meine Nähprojekte auch entspannt an. Es muss nicht zu einem Termin fertig werden. Und ich glaube, das ist schon immer mal ganz gut, wenn ein Projekt eben nicht aus einem gewissen Druck heraus entsteht. Ja, und wenn du zu zügiger zu deinen Entscheidungen kommen möchtest, dann hilft es schon, wenn du bestimmte Schnitte und Stoffe für dich ausklammern kannst. Aber noch mehr natürlich, wenn du weißt, welche Stoffe und Schnitte du für dich und deinen Stil einfach auch brauchst. Dann kannst du die Auswahl viel konkreter eingrenzen, ja, nach Farben, Muster, Oberflächen und Schnittformen. Und die Auswahl einzugrenzen erleichtert dann eben auch nach hinten raus die Entscheidungen. Aus der Auswahl, die du dann für dich erstmal so eingegrenzt hast, schaust du dann, okay, welcher dieser Stoffe passt jetzt zu einem dieser Schnitte, die jetzt so in diesem Rahmen liegen, den ich bespielen möchte oder eben umgekehrt. Und dann kannst du einfach ans Werk gehen. Denn irgendwann willst du ja mal loslegen und nicht nur im Kopf nähen. Ja, das Kopfkino soll ja der Weg zu einem Nähprojekt sein und nicht immer nur im Kreis laufen. Genau, so, und was fehlt jetzt noch neben den bisher genannten 12 Herausforderungen? Platz 1 ist, Trommelwirbel, die Schnittanpassung. Also, ich glaube, das ist jetzt keine große Überraschung, oder? Denn jeder Körper ist ein Unikat und deswegen wird ein standardisiertes Schnittmuster nur in den seltensten Fällen auf Anhieb auch passen. Kein Wunder also, dass uns alle das Thema Schnittanpassung umtreibt. Bevor wir die Umfragen aus den letzten Jahren gemacht haben, ja, wir haben ja nur eine große Modeumfrage gemacht, jetzt eben nochmal zum Thema Nähen. Und was mir vorher gar nicht so bewusst war, wie schwierig es für viele Frauen ist, überhaupt passende Kleidung zu finden. Da tritt dann das Thema Stil hinter die Passform zurück. Und ich finde, das ist ein Grund mehr, dieses Thema der Schnittanpassung auch wirklich mutig anzugehen, damit du dann eben das Thema Passform irgendwann für dich abhaken kannst und wirklich auch so in deinen Stil reingehen kannst.
Ja, hier ein paar Auszüge aus den Antworten. Aufgrund der größeren Oberweite muss ich anpassen. Darin bin ich echt Neuling. Die Schnittanpassung brauche Größe 48-50 und die richtigen Schnitte für mich zu finden, die ich trotz der Einschränkungen gut tragen kann. Tolle Schnitte zu finden und sie auf meine Figur anzupassen. Ja, die Herausforderung definitiv die Schnittanpassung. Bei Farben und Schnittmustern bin ich dank des NDS-Clubs schon ein Stückchen weiter. Das Anpassen an Brust, Hohlkreuz und Hüfte. Schnitte anpassen, das macht mir keinen Spaß. Ich mag nicht herumprobieren und wieder trennen. Ich würde auch nie ein Probeteil nähen. Okay, darüber müssen wir nochmal reden, über das Probeteil. Ich weiß, dass sich beim Probeteil die Geister scheiden. Aber zum Lernen und zur Passformoptimierung sind sie eigentlich unerlässlich, ja. Und weil dieses Thema Schnittanpassung einfach so allgegenwärtig ist, gehen wir das auch im Februar im Näh deinen Stil Club an. Da die meisten Frauen am liebsten Oberteile wie Shirts und Blusen nähen, gehen wir eben auch auf die Anpassungen am Oberkörper ein, also die Hohlkreuzanpassung, Längenänderungen, Anpassung bei großer Oberweite und auch darauf, in welcher Reihenfolge man die Anpassung bei einem Oberteil eigentlich vornehmen sollte. Ja, wenn man verschiedene Stellen anpasst, wo fängt man an, wo hört man auf? Ich selbst bin keine Expertin für die Schnittanpassung. Ich habe natürlich so meine persönlichen Erfahrungen und auch vieles, was wir so bei den Nähcamps schon mal als Thema hatten. Aber aus dem Grund habe ich mir einfach auch Unterstützung geholt und freue mich wirklich auf diesen Monat, auf die Lives und dann die Umsetzungswoche vom 21. bis 25. Februar. Ja, zum Thema Schnittanpassung kann ich nur sagen, du musst zur Expertin für die Anpassung an deinen Körper werden. Ja, für die Stellen, wo du weißt, ah, da hakt es immer bei den Standardschnittmustern, da muss ich ran. Da musst du für dich erarbeiten, was da für dich die Stellschrauben sind und wie du einfach da in so eine Routine reinkommst. Das heißt, du musst es ausprobieren, du musst experimentieren und üben. Und mit jedem Stück, was du dann nähst, wird es immer wieder ein bisschen besser. Und dann macht es ja auch einfach insgesamt wieder mehr Spaß, die Kleidung für sich selber zu nähen. Ich fasse nochmal zusammen die 13 Herausforderungen von unten nach oben. Platz Nummer 13, Verlockungen widerstehen. Die Nähtechniken, Hosen, Geduld und Dinge zu Ende zu bringen. Die Schnittwahl, die fehlende Vorstellungskraft ist auch eine Herausforderung. Das war Platz 8. Platz 7, überhaupt anzufangen. Platz 6, die Zeit. Dann Kombinationsmöglichkeiten zu finden. Das war ja jetzt in dieser Episode der erste Punkt. Steht mir das überhaupt? Und dann die Top 3, die Auswahl des Stoffs, die Kombination aus Stoff und Schnitt und das Thema Schnittanpassung. Ja, also das waren sie, die Top 13 Herausforderungen beim Nähen deiner Garderobe. Viele dieser Punkte, das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, als ich sie eben etwas ja, erläutert habe, sind einfach auch miteinander verwoben. Die Herausforderungen stehen eben selten alleine und der Kern, die Lösung, bist eigentlich immer du selbst, ja. Deswegen denk einfach immer dran, näh deinen Stil. Und falls du gerne bei Instagram bist und uns dort auch folgen möchtest, wir haben einen neuen Account eröffnet. Du findest ihn unter @nähdeinenstil, alles in einem Wort, näh deinen Stil. Dort wird sich eben alles genau um das Thema Stoff und Schnittwahl drehen, wie du deinen Stil in deinen Nähprojekten einfließen lassen kannst und mehr das nähst, was zu dir passt und eben ja zu dir und nicht zu anderen. Ich bin selbst schon gespannt, wohin die Reise mit dem neuen Account geht. Ich freue mich darauf. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn du uns folgst und dabei bist. Bis zur nächsten Episode. Ganz liebe Grüße, deine Elke.